ich bin Johannes von newgadgets.de und gerade in Barcelona auf dem Mobile World Congress. Und die japanische Firma NEC zeigt hier Smartphones und hier unter anderem das Medias X, ein dünnes Smartphone. Leider gibt es keine technischen Daten, hier steht nur LTE und der latest OS, also wird es wahrscheinlich Android 4 Ice Cream Sandwich sein. Rapid Starting Camera. Ein gutes Touchscreen steht hier, es ist wasserdicht und hat einen Hybridrahmen. Okay, hier schauen wir uns das Smartphone mal ein bisschen genauer an. Ist schön dünn, wie ihr sehen könnt. Ich zeige es euch mal. Also, sieht schon ganz nett aus, aber leider können wir es nicht in die Hand nehmen, was schade ist. Also ihr seht, hier hinten haben wir eine Kamera mit LED-Licht. Außerdem hier noch die... das müsst ihr mal kurz fokussieren. Moment mal. So, jetzt die Lautstärke-Tasten und es hat ein nettes Design, leicht kantig und ist schön dünn. Also, das Medias X von NEC.